Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind beim Möbelkönig in Kirchheim unter Teck. Und hier wird die erste barrierefreie Küche mit Rollstuhlfahrern geplant. Vom Eingangsbereich sehen wir, gibt es auch einen Behindertenparkplatz. Sowie im Haus befinden sich Aufzüge, so damit ihr alle Einrichtungen auch gut erreichen könnt. Ebenfalls stehen euch auch ein Behinderten-WC im 10. Stock zur Verfügung. Wir planen heute mit Nathalie die erste barrierefreie Küche und das werden wir mit euch zusammen mal anschauen. Bis gleich. Wir sind jetzt im 2. Stock, Küchenausstellung, und erstmal möchte ich vorstellen Ulrich Stichel. Ja. Welche Funktion hier im Küchenstudio hast du? Ich habe die Funktion Küchenplanung und Beratung und dann natürlich auch den Verkauf. Okay, barrierefreie Küche, ein großes Thema für uns, ein Schwerpunkt. Und wir waren schon 2 Jahre sind wir unterwegs auf Messen, wir haben nirgendwo was Vernünftiges gesehen und wir kennen uns eine Weile und hast gesagt, das ist ein spannendes Thema. Genau. Vor allem, du hast schon mal, wie wir gehört haben, eine barrierefreie Küche geplant. Ja, also nicht nur eine, 2, 3 Stück waren schon und man weiß, was da gebraucht wird, wie das funktioniert und die technischen Möglichkeiten hat man ja heute in diesem Jahr schon mehr wie vor 20 Jahren zum Beispiel, ja. Okay, und jetzt das ganz Spannende hier in der Küchenausstellung, Dauerausstellung, planen wir zusammen mit Betroffenen ja eine barrierefreie Küche, die steht also jetzt nicht nur kurzfristig zur Verfügung, die soll hier bleiben, eine Musterküche, auch ganz, ganz spannend. Ja. Und bis wann soll das realisiert werden? Also voraussichtlich bis Mitte, Ende September, Anfang Oktober. Okay, steht also hier in Kirchheim unter Teck eine barrierefreie Musterküche zur Verfügung. Da sind wir gespannt. Das Projekt begleiten wir auch. Wir werden den Aufbau begleiten. Wir werden die fertige Küche zeigen. Und das ganz Tolle jetzt hier auch, die erste Kundin ist schon da. Nathalie, wir kennen dich natürlich. Kannst du dich ganz kurz vorstellen und wo du herkommst? Nathalie aus Neidlingen. Aus Neidlingen. Und du kriegst eine neue Wohnung, haben wir erfahren. Du hast eine neue Wohnung und da soll eine niegelnagelneue barrierefreie Küche rein. Darf ich fragen, was für einen Behinderungsgrad du hast? Spina bifida. Okay, also eine Küche jetzt für dich auch wirklich dauerhaft. Das ist jetzt nicht nur kurzfristig im Rollstuhl, das ist wirklich eine Planung, wo für die nächsten Jahre, viele, viele Jahre soll die Küche dir Freude machen. Ulrich Stichel plant die mit dir. Das heißt, wir begleiten hier auch ein Projekt mit einer Ausstellungsküche. Und zweitens natürlich kriegst du jetzt hier auch eine barrierefreie Küche. Und die werden wir dann natürlich auch angucken bei dir. Mhm, ja. Und was kriegen wir, was wollen wir dann? Natürlich einen Kaffee, einen barrierefreier Kaffee bei dir. Ich habe Mühe. Okay. Also da sind wir auch gespannt, aber da werden wir wieder vorbeischauen bei Nathalie, wenn sie fertig ist, die Küche, da holen wir unseren Kaffee ab, Willi. Gell? Also bleibt dabei, wir werden weiter berichten aus dem Möbelhaus König, Kirchheim unter Teck und natürlich bei Nathalie vorbeischauen. Bis bald, euer Olli und Willi und? Uli. Und? Nathalie. Okay, tschüss. Ja.